liebe Fans der Fußball-Ecke, Sonntag und die Fußball-Ecke ist unterwegs hier beim Bezirksliga-Derby TV Jan Schneferling gegen den MTV Soltau. Die ganzen Geschichten im Vorfeld des Spiels lassen wir mal außen vor, wie es dazu kam, warum ich jetzt hier bin, warum ich nicht in Munster bin, sind Stand jetzt gerade egal. Wir sehen hier gleich das Spiel TV Jan Schneferling gegen MTV Soltau, das heißt Tabellensechster gegen den Tabellenneunten. MTV Soltau mit 6 Spielen und 8 Punkten, TV Jan Schneferling 7 Spiele und 11 Punkte. Das heißt also, mit einem Sieg vom MTV Soltau, mit dem Team, die sich hier hinter mir warm machen, könnte der MTV beim oder mit dem TV Jan gleichziehen. Hingegen TV Jan Schneferling mit einem Sieg bis auf den 4. Platz vorrücken. Ich bin gespannt auf ein interessantes Spiel. Das Wetter ist richtig geil, also die Voraussetzungen sind gegeben. Der Rasen sieht richtig gut aus. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Szenen und wir sehen uns nach dem Spiel. Und bis dahin, ciao. Oder war es gestern noch nicht? Da sind wir noch. Das ist gut. Ich bin nicht mehr.
Ja, liebe Fans der Fußballdecke, ich habe die Szenen gesehen. MTV Soltau gewinnt das Derby hier in Schneefelding am Ende mit 3:2. Bei mir Derby-Entrainer Jamie Gonzalez. Jamie, Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank, Lemmy, vielen Dank. Und vor allen Dingen Glückwunsch zu den zwei Toren. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, auf dem Weg hierher, das 1-0 Hassan, ein richtig geiles Tor. Ja. Dann TV Jan Schneefelding 1-1 und geht dann noch mit 2-1 in Führung. Auch das 2-1 finde ich ein richtig, richtig starkes Tor. Ja. Zweite Halbzeit dann 2-2, ich glaube aus Abseitsposition. Nein. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht, sagt der Torschütze. Nicht. Aber dann das 3-2, wolltest du den so? Ja. Du wolltest den zweiten, den ersten glaube ich schon den so? Den ersten wollte ich eigentlich auch schon so schießen, aber habe ich mir dann gedacht, nein, mache ich die sichere Variante. Aber nach einem Tor fühlt man sich dann halt sicherer und dann habe ich gedacht, komm, mach's immer so. Ja. Du hast als Verteidiger glaube ich angefangen? Ja, als Sechser. Oder als Sechser angefangen und dann immer weiter nach vorne? Genau. Ganz wichtig ist, ich wünsche euch, das war ein tolles Video und er hat gewonnen und ich bin weg. Ja, danke.